Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier und haben uns hier ein bisschen weiter ausgebreitet. Haben uns für den Schlag gegen den Westen vorbereitet und da würde ich sagen, geht's hier auch direkt in einen Riesenkampf rein. Fangen wir mal an hier, so. Fangen wir mal an. Die Artillerie, die muss unbedingt weg. Die Artillerie, die ist so OP hier. Das ist wirklich unglaublich. So. Dann jetzt bitte diesen Priester weg, genau. Das gibt's nicht, ey. Wie viele Einheiten nämlich schon wieder weggenommen hat, der Gegner ist einfach unfassbar. Allerdings, ja, wir haben massig Gold, ne? Wir haben massig Gold. Wartet mal. Sollen wir tatsächlich einen Schiffsangriff machen? Was haben wir denn hier, was Gold braucht? An Einheiten. Paladin-Kanonen brauchen auch Eisen. Das braucht alles Eisen hier. Panzerabwehrgeschütze. Skywatcher könnten wir bauen. Das sind Flakpanzer. So, haben wir ja denn hier gar nichts, was Gold braucht? Schwere Mörser. Ja, toll. Ne, wir haben nichts, was irgendwie Gold braucht. Dann können wir eigentlich das Goldvorkommen hier auch das Goldvorkommen sein lassen. Und die mit zum Stein schicken. Ach du Scheiße! Wir werden angegriffen. Okay, Jäger, komm mal bitte runter und kümmere dich mal darum. Oh ja, mach ruhig. Ah, Leute, ihr nervt doch. Ihr nervt. Jäger, mach diese Drecksdinger platt. So, ich brauche massig Jäger. Jägerbomber. Jägerbomber. Verdammt. Na toll. Da denkt man einmal, man hat ausgesorgt. Da kommt er wieder mit Flugzeugen an hier. Ach Leute, das ist so schade drum. Wo kommen denn jetzt auf einmal diese blöden Einheiten her? Also echt, der Bomber, der kann hier auch mal helfen. Die Panzer wegbomben. So, Flugzeuge helfen. Los. Ja, toll. Danke, du Penner. Echt, ey. So, Bomber. Du kannst bitte diese Panzer hier wegbomben. Hallo? Warum bombst du nicht? So, Bombe. Ja, toll. Supergeil. Ach, Leute, ihr nervt. Ihr nervt richtig, ey. Ihr nervt richtig. So. Du kannst auch darauf schießen, ja, genau. Du kannst auch darauf schießen, sehr gut. Boah, Leute, Leute. Aber die Hubschrauber sind gleich alle weg. Sehr gut. Ach, du Heilige, aber der Turm überlebt das nicht lange. Nein, lass die Bürger in Ruhe. Es ist so dreist. Es ist so dreist. Echt. Ja, klar. Holt er mir meine Flugzeuge runter. Nein, hier. Oh Mann. Jetzt mach doch, bomb doch mal. Was machst du denn? Geht doch. So, ich brauche mehr Jägerbomber. So. Mach dieses Mannequin weg. Was soll denn das, ey? Der haut meine Flugzeuge runter. Okay, sehr gut. Dann hier, Panzer platt machen. Ihr könnt ein bisschen stärker werden. So, wunderbar hier. Bam. Das war der Bomber. Dann können wir hier auch gleich wieder ein paar Bürger produzieren. Sehr gut. Hubschrauber runterholen. Boah, ey. Nicht schlecht. Absolut nicht übel. Muss man sagen. So. So. Alles klar. Nicht übel. Ich frage mich auch mal, wo die immer herkommen, ne? Na gut, aber... Das ist meine Armee, okay. Die können eigentlich auch schon rüber. Wir werden angegriffen.
schätzen. Was soll das hier? Das sind nur Schiffe, okay. Das ist nicht schlimm. Und ja, liebe Freunde, da freue ich mich, dass ihr wieder hier dabei seid beim guten alten Empire Earth. Jetzt haben wir wieder eine kleine Ruhephase hier. Oh mein Gott, das war schon echt ein Überraschungsangriff, was der hier abgezogen hat, ne? Das war schon echt ein Überraschungsangriff hier von dem Gegner. Da hat er mich am Schlawickel gekriegt. Nein, ihr könnt uns nicht... Ihr könnt... Doch, ihr könnt helfen. Indem ihr hier ein paar Türmchen aufbaut. So. Alles klar. Sehr gut. Dann könnt ihr aber bitte hier wieder... Ah, verdammt. Könnt ihr das hier unten mal bitte wieder aufbauen? Verdammt nochmal. So. Alles klar. Gut. Wunderbar. Dann würde ich sagen, tue ich die Bomber hier unten hin. Weil die müssen wir ja, die müssen uns ja verteidigen hier. So. So, wunderbar. Dann. Wir brauchen hier unbedingt die Steine, ey. So, was versucht er da schon wieder? Was versucht er da schon wieder? Kommt ihr bitte runter? Ich glaube, da kommt gleich was. Ja. 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 Direkt hier drauf bomben. So. Oh, verdammt mich. Mist. Da kommt er schon wieder an. Was zur Hölle? Nö. Nö, nö, nö. Für das Vaterland. Hä? Was? Nein! Was? Okay. Ach du... Boah, ist das krass. Gut, dann schützt bitte zumindest mal die Bürger hier. So. Ihr wollt bitte ganz schnell einen Laserturm. Oh Gott. Bevor das Ding kaputt geht. Baut diesen Laserturm. Baut alle mit. Los. Helft alle mit. Bomber, was machst du denn? So, Bombe. Ah, verdammt. Das reicht nicht. Oder? Doch. Oh, Gott sei Dank. Okay, Gott sei Dank. Puh, ey. So. Ich habe nur einen Bürger verloren. Hey, das ist echt gut. Okay. Alles klar. Das haben wir relativ gut gemeistert. Okay. Was? Warum fliegen die jetzt hier rum? Wir werden angegriffen. So. Wieder aufbauen hier unten. Toll. Ach du! Oh, was zur Hölle? Die Artillerien wegmachen. Ganz wichtig. Diese scheiß Artillerien hier. So. Und jetzt auf die Roboter. Oh, jetzt kommt meine Lieblingsmusik. Das ist so eine schöne futuristische Mucke. So. Nein, 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 da will ich gar nicht rein, Leute. Ich will da gar nicht rein. Hallo. Könnt ihr den nicht platt fahren, so wie in Command & Conquer? Nein, könnt ihr nicht. Okay. So. Wegmachen, die Kacke. So, wegmachen. Wegmachen. So, ich muss einfach nur dieses Kapitol hier plätten. Das ist gut bewacht, muss ich sagen. Das ist echt gut bewacht. Okay. Ah, Bems. Ne, 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 Priester. Priester. Nix da, weg damit. So, alles klar. Der ist gleich kaputt hier, der Typi. Verdammt. So. Mach dieses Kapitol im Arsch. Das Kapitol muss fallen mit diesem Angriff. Ukraine. So, dann sollten die eigentlich aufgeben. Oder? Ja. Okay. Alles klar. Ukraine wurde besiegt. Meine Güte. Wer ist dieser Kerl? Keiner von uns. Und das sollte genügen. Er schießt ihn.
Halt! Ich bin Wissenschaftler und Techniker. Ihr General wird mich sehen wollen. Diese Schwebeplattform ist eindeutig eine eindrucksvolle Technologie. Na gut, wir informieren Gregor. Aber Vorsicht! Er hat keine Geduld mit Zeitverschwendern. Okay, was ist das jetzt für einer? Ein bisschen Marty McFly-mäßig hier, zurück in die Zukunft. Hoverboard. Hoffentlich ist das wichtig. Ich werde dringend an der Front gebracht. General Stojanovic, ich bin Dr. Alexei Septimus. Vielleicht haben Sie von meinen Forschungen in Robotik und künstlicher Intelligenz gehört? Ja. Verlasst euch drauf. Mein guter Ruf ist wohl verdient. Die Westmächte fürchten ihre wachsende Macht und haben mein Waffenlabor in Polen geschlossen. Aber ich konnte entkommen und in die russische Heimat fliehen. Ich biete Ihnen meine Dienste und die Krönung meiner Forschungen an. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen trauen kann, Doktor, denke aber über Ihr Angebot nach. Neu-Russland braucht bald hochentwickelte Waffen. Aber seien Sie gewarnt, lügen Sie mich an, wird der Tod qualvoll werden. Was diese Krönung angeht, ich werde sehen, was Sie entwickelt haben. Da, General. Als Beweis meiner ehrbaren Absichten sollen Sie mein bestes Modell bekommen. Das Rostov-Modell JK1. Ich denke, Sie werden es nützlich finden. Du bist also Alexeis Meisterwerk. Wenn ich von deiner Treue überzeugt bin, mache ich dich vielleicht zu meinem Leibwächter. Ist das was? Ich bin programmiert zu dienen. Für das Vaterland. Ja, liebe Freunde, der Typ, der hat uns Roboter gebracht. Cyberfabriken und Lacoste können jetzt gebaut werden. Haha. Dann könnt ihr euch jetzt mal bitte... Könnt ihr euch jetzt mal bitte alle zurückziehen? Warum kämpfen die noch? Ich dachte, ihr seid besiegt. Gut. Ja, wir haben endlich unsere Roboter. Schaut euch den an. Die sieht so krass aus hier. Der Kampfroboter. Hammer. Hammer gut. So, alles klar. Warum sind die noch aktiv? Die sind doch schon lange besiegt. Verstehe ich nicht. Naja, gut, egal. verbündet? Europäische Stadt? Okay. Alles klar, dann ziehe ich mir meine Einheiten zurück und jetzt baue ich Bürger. Hihi, und baue Cyborgs. Wir können tatsächlich Cyborgs bauen. Dank dem Professor Septimus. Und wir haben hier unseren Rostov JK1 Roboter. Schau ich den an. 200 Angriffspunkte. Und hier Gregor. Genau. Alles klar. Aber die lasse ich hier, weil naja, die werde ich nicht, die will ich nicht verlieren, deswegen. ja. Lasse ich die lieber hier. Aber wir können endlich... Schau ich das an. Cyborg-Labor und Cyborg-Fabrik. Ich werde allerdings mich auf reine Cyborg-Fabriken konzentrieren. Weil in den Laboren können leider nur schwächere Cyborgs generiert werden. Deshalb lieber die Fabriken. So, ich hier unten... So, wenn die fertig sind, dann, yeah! Wir können endlich unsere Cyborgs bauen. Und die brauchen, glaube ich, sogar Gold. Deswegen hat das alles Sinn gemacht, dass wir so viel Gold gesammelt haben. So. Schaut euch das an. Wir haben Hyperion-Roboter. Pandora-Roboter. Ares-Roboter, meine Lieblingsroboter. Und Minotaurus. Ich werde mich jetzt allerdings voll auf die Ares fokussieren. Tatsächlich, weil es einfach fliegende Roboter sind. Die können nicht von Bodeneinheiten angegriffen werden und die sind mega stark in der Masse. Von daher, jo. Ist das eine gute Sache. So, dann habe ich jetzt allerdings Nahrungsmittelknappheit. So, der Rostov X. Seht ihr das?
Ah, wir haben Roboter. Oh mein Gott, ist das gut. Ist das gut. Perfekt. So, damit können wir jetzt den Gegnern ordentlich einheizen mit dieser Technologie. Ich habe irgendwie Nahrungsmittelknappheit. Sind hier 8? Hier sind noch nicht mal 8 Stück. Ja, okay. Dann ist das klar. Die sind einfach so geil, diese Dinger. Ah, was freue ich mich. Was freue ich mich. So, die Frau, die kann hier helfen. Ja, das ist... Oh! Und das Gute an den Ares-Robotern ist, die können halt auch diese Hubschrauber hier platt machen. Aber das ist erstmal okay. Wo sind meine Schwarzhemden? So, seht ihr das? Die sind alleine gesehen relativ schwach, aber in der Masse sind die. Schaut euch die an, ey. Richtig stark. So. Die Hubschrauber, die nerven mich schon. Hallo? Mach halt diesen Turm weg. So. Mach diesen... Ah, verdammt. Diese blöden Hubschrauber weg jetzt. Ihr nervt. So. Hallo? Nicht da drauf. Da drauf. Schießt ihr einfach auf den Turm, die Flak. Hallo, Flak? Jetzt ist hier schon wieder so ein... So ein Penner. Das gibt's ja wohl nicht. Mann. So. Dass der erst immer auf meine Bürger abgesehen hat, ne? Das Steinvorkommen ist weg? Okay. Alter, das kann doch nicht... Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Das ist doch jetzt echt nicht euer Ernst. Aber gut, viele großartige Steinvorkommen brauche ich eigentlich nicht mehr. Und die hier leben auch noch, das ist ja wohl nicht wahr. So, dann... So. Ach nein! Der macht mich ja komplett platt, wa? Schwarzhemden, kommt mal hier hoch. Kommt mal hier hoch und schießt die Hubschrauber kaputt. Wenn die Flak das nicht alleine hinkriegt... Ja. Alter Schwede. Ihr nervt. So. Mach die platt. Bam. Okay, sehr gut. Dann können wir eigentlich Team 1 nehmen und dann mal hier oben sammeln. Ich möchte es nämlich sehr, sehr gerne. Das gibt's doch jetzt nicht. Ja, wisst ihr was? Dann helft ihr da mal aus. So. Bam. Sehr gut. Dann können wir die aufrüsten. Und hier vorne sammeln. So, sehr gut. Weil das ist nämlich auch meine Lieblingseinheit. Beziehungsweise die Nachfolgeversion davon. Im normalen... was sagt man? Im normalen Einzelplayer-Modus, wenn man eine normale Karte spielt, dann ist das hier auch meine Lieblingseinheit. Weil ihr seht, die sind heftig. Die sind echt krass. Okay. Haben wir jetzt hier oben alles bereinigt? Ja, haben wir. Okay. Sehr schön. Die Frau, die kann hier ja auch nochmal helfen, ne? Haben wir dann jetzt 8? 7. Ja gut, wenn man die Mühle nicht voll besetzt, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn man keine Nahrung kriegt, ne? So, aber dann... Schwarzhemdenoffizier, die können wir sogar bauen. Okay. Ja, super. Du Penner. Du Penner, du kannst jetzt mal schön hier diesen Stinger-Soldaten wegmachen, genau. So. Ihr Penner. So, ihr seht, die brauchen schon einiges an Schuss, um diesen Panzer hier wegzukriegen. Die sind nicht sehr effektiv gegen Panzer, aber gegen diese Panzerabwehr zumindest. Gegen Panzer sind die echt uneffektiv. So.
Aber wie gesagt, in der Masse machen die halt einiges aus, ne? Muss ich sagen. Ja, wobei... Wartet mal, Quatsch. Anscheinend war Dr. Septimus' Maschine doch nicht so robust. Och! Leider lebte Gregor nicht lang genug, um zu sehen, wie seine... Na toll! Da sind die... Vielleicht wird ein anderer seine Pläne vollenden. Das ist doch jetzt... Das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Eben als ich da hinten verteidigt habe... Gut, ist nicht so lange her, aber... Eben als ich da rechts verteidigt habe, sind die eiskalt auch in meine Basis reingekommen. Das ist ja wohl nicht wahr. Das ist ja wohl nicht wahr. Ja, hier. Bomber, komm her. Los. Mein Gott, ey. Gehen mir die auf den Piss hier unten. Ja, dann mach halt alle meine Bürger platt. Feigling. Richtiger Feigling hier. Aber... Da muss ich die also ein bisschen beschützen. Kam der da echt mit... Oh Mann, ey. Mit Artillerie an und hat den Roboter platt gemacht. Und Gregor mit... Das ist ja wohl nicht wahr. So. Ihr macht jetzt mal hier diese Hubschrauber weg. So, Schwarzhemden. Mann, ey. Ihr nervt. So. Mensch, ich möchte mich einfach konzentrieren auf diese Roboter. So, die muss ich unbedingt zahlreich bauen jetzt. Boah, echt nicht schlecht, was hier alles aufgefahren wird. Was hier alles aufgefahren wird. So, seht ihr das? Die heilen sich nämlich auch selber hoch. Das sind richtig gute Einheiten. Was haben wir hier? 6 Punkte. Ja, da wir jetzt Cyborgs bauen können tatsächlich, würde ich sagen, machen wir mal Cyborgs Ultra, ist das, glaube ich. Geschwindigkeit. Gucken wir mal. Nein, es waren die Kampf-Cyborgs. Verdammt, egal. Wir werden angegriffen. Junge, wie oft noch? Wie oft noch? So, weg. So, die kann eigentlich nochmal eine neue Cyborg-Fabrik aufbauen. Dann haben wir hier 3 Stück stehen. So, wunderbar. Und hier, du hilfst bei der Nahrung. Alles klar. Sehr schön. Und die werde ich jetzt mal hier unten abstellen. Weil er da ja angeschissen kam eben, ne? Das haben wir ja gesehen. So. Die brauchen halt nur lange zum Produzieren. Das ist das halt, ne? So, aber dann brauche ich hier eigentlich gar nichts mehr zu machen hier hinten. Okay. So. Ah, wie weit bist du, Frau? Du bist gleich fertig. Sehr gut. So, dann kannst du direkt helfen. So. Eine schöne Armee von den Dingern aufbauen. Schau ich hier an. Die sehen so cool aus. So, dann haben wir jetzt zumindest mal ein bisschen hier unsere Ruhe. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht, ne? So, da kommen die Hubschrauber. Alle platt machen, so. Wunderbar. Genau, hier kommt dieser Angriff. Und was ist das hier für ein Ding? Panzerabwehr! Und die sich irgendwie heilen, okay? Was? So, hier kommen die jetzt nämlich, die mich eben hier platt gemacht haben. Boah. Macht den mal kaputt, was ist denn mit euch los? So, dann reichen die noch so gerade. So, da sind auch noch welche. Wegmachen. So, die Artillerie. Die Artillerie. Ach du Heilige, okay. Aber... Wir haben jetzt hier unsere Roboterarmee. So. Dann würde ich sagen. So. Bahnt euch den Weg hier durch, ey. Die Zeus-Roboter. Seit wann können die nach oben schießen? Oh Mist. Oh Scheiße. Was habe ich denn hier jetzt gebaut? Stopp. Stopp. Ich möchte bitte die Ares haben.
Seit wann können die Zeugs nach oben schießen? Oh, verdammt. Das ist doch wieder so eine Verschwendung. Boah, sind die heftig, die Zeugs. Sind die krass. Die stärkste Einheit des Spiels, würde ich mal sagen. Alle meine schönen Roboter weg. Och, Leute. Hört doch mal auf. Zeus, jetzt hört doch mal auf. Und ihr auch. Weißt du was? Rostov, helf mal bitte. So, kaputt machen, los. Wo ist Gregor? Gregor ist oben. Okay. Alter Schwede. Puh. Der Rostov ist gar nicht mal so schlecht hier. Okay, da ist diese Kack-Artillerie. Die will wieder auf meinen Roboter gehen. Mensch. Okay, Freunde, das habe ich nicht gewusst. Dass die tatsächlich... Jetzt brauche ich wieder Gold. Holz brauche ich nicht mehr. Komm zum Gold, los. Was ist... Seht ihr das? Das ist ein Magnetsturm. Der Gegner, der hat wirklich... Nee, nochmal laden. Nochmal laden. Der hat ja wirklich auf alles eine Antwort, was ich baue. Das ist ja mal extrem. Das ist ja mal extrem jetzt gerade. Der hat ja auf alles eine Antwort. Was ist denn hier los? Die haben ja auf alles eine Antwort hier. Das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Och nö. Der Bomber ist... So, auf den noch. Okay. Dann hier unten. Ja gut, das ist relativ egal. Die haben auf alles eine Antwort hier. Unfassbar, echt. Habt ihr das gerade gesehen? Da kam da einfach ein religiöser Roboter im Prinzip und hat mir da mit einem Magnetsturm meine ganzen Roboter platt gemacht. Ey, das ist ja wohl die Höhe, echt. Die Höhe. Gut, dann mache ich jetzt die Kampfroboter. Angriff. So. Jetzt ziehen die auch mehr ab. Schaut euch das an. Okay. Wo werden wir jetzt wieder angegriffen? Von hier, okay. Aber das ist nicht schlimm. Die heilen sich ja hoch. Oh Mann. Ich brauche einfach eine Masse an Robotern. So. Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Das ist jetzt echt nicht mehr feierlich hier. Ah, was ist da oben? Nur ein Schiff. Okay. Alter Schwede. Puh. So, Rostov.K1. Du kannst bitte nochmal eine... Boah, eine Cyborg-Fabrik bauen, ey. Ich muss gerade mal ein bisschen durchatmen, um ehrlich zu sein. Das ist echt... Die schwierigste Mission, die ich bis jetzt hatte. Mit Abstand. Also, sowas Schwieriges habe ich noch nicht gehabt. Nee. Neu-Russland-Mission, ja. Aber ich habe schon gehört, dass die extrem sein soll. Okay. So. Immerhin. So, wir brauchen einfach... Eigentlich, ja, aber... Nahrung ist doch... Bau mal. Bau halt noch ein Feld hier hin, ey. So. So, wir haben jetzt unseren Roboter hier. Was macht ihr schon wieder? Okay, gut. Alles klar, ey. Oh Mann. Baut ihr einfach die Mühle weiter. Ich brauche Nahrung, Nahrung, Nahrung eigentlich. Und hier noch einen beim Gold. So. Alles klar. Da können wir uns nämlich eine schöne Armee von den Dingern aufbauen. Ja, obwohl... Hahaha. Was wollt ihr schon wieder? Was wollt... Da, der!
Der Sturm war das. Der Sturm war das. So. Das lief schon mal besser. Ach! Okay. Jetzt kommen hier die. Alles klar. Dann platt machen. Die Panzer, die sind nämlich deutlich effektiver gegen die Zeus-Dinger als meine Ares-Roboter. Okay. Gut. Eisen habe ich auch keins mehr. So. Mensch. Alles klar. Eisen habe ich auch keins mehr, ey. Das ist echt. Und wir haben Bevölkerungslimit. Was macht ihr denn da? Sammelt euch einfach mal hier oben, kommt. Die Roboter, ja, die kann ich jetzt leider auch nicht weiter ausbauen, weil halt hier diese sinnlosen Flieger rumfliegen. Da muss ich die mal kaputt machen. So. Hab ich hier noch irgendwas Sinnloses? Nee, eigentlich nicht. Das hat mich da schon wieder angegriffen. Kein Plan. So, diese Mission würde ich eigentlich ganz gerne in dieser Folge noch fertig kriegen, aber... Wo ist denn hier? Wartet mal, wo ist denn hier? Kopenhagen, das ist da links neben St. Petersburg. Also hier ist St. Petersburg. Und hier links neben ist irgendwo Kopenhagen. Ich bin voll mit Bevölkerungslimit, sorry. Was machst du denn da? Du kämpfst gegen den Panzer. Westliche Alliierte Gladiator-Panzer. Meine sind stärker. Ja. So. Haha, schau dich das an. Okay. Das heißt, ich müsste hier eigentlich auch nochmal Türme aufbauen. So. Alles klar. Dann haben wir jetzt ein neues Team 1. Und damit marschieren wir jetzt mal. So. Priester, weg. So. Ich habe einen Schlachtruf. Ach, der Schwarzhemdenoffizier hat also einen Schlachtruf. So. Ihr macht bitte die Hubschrauber platt. Sehr schön. Und dann, was mischt ihr euch eigentlich hier ein, hä? So, Kabams. So, wunderbar. Wegmachen den Scheiß. Perfekt. So, ich brauche hier... Oslo? Oder was ist das hier? Das ist eine andere Stadt, ne? Das ist unser Verbündeter. Europäische Stadt, ja, das ist unser Verbündeter. Aber das muss ja hier dann irgendwo sein. Westliche Alliierte. So. Wo sind meine Bodeneinheiten? Da, okay. Was ist das jetzt hier? Ja, wartet. Ich fliege einfach mit den Dings drüber. Ach, das ist da oben. Scheiße. Hat der hier irgendwie gespeichert? Nein. Egal, kommt. So. Ja, jetzt hängen die hier fest, ne? Das ist natürlich jetzt kacke gelaufen. Das ist blöd, dass das nicht, nicht hier ist. Aber zum Glück. Nahrung, so. Zum Glück bauen die sich hier wieder auf. Das ist ja schon mal gut, ey. So. Jetzt habe ich hier nur noch die Roboter übrig. Das war auch eigentlich mein Ziel. So, aber hier, hier müssen wir nicht hin. Wir müssen hier oben hin. So. Da werden wir schon wieder angegriffen. Oh ja, oh ja. Ihr seht es, ne? Hyperion. So. Platt machen die Kacke. Oh. Kreuzer, okay. Ach du Heilige, jetzt wird's langsam ungemütlich. Jetzt wird's echt ungemütlich. Alliierte Luftstreitkräfte. Pff. So ein Quatsch. So, weiter. Los hier, los. Die Flak platt machen? Sehr gut. Und dann auf dieses... Ach du Scheiße. So, ich komme hier einfach mit Cyborgs angeflogen. Dann hier einfach dieses Kapitol wegmachen. Schau euch das an. Diesen Laserstrahl. Richtig cool. So, wo werde ich angegriffen? Nichts, okay. Ja, die Hubschrauber sind egal, kommt.
Da könnte er jetzt definitiv weiter das Kapitol niederbrennen. So. Alles klar. Die Rebellion niedergeschlagen, die Grenzen zum Westen sicher. Jetzt kann ich den müden Knochen Ruhe gönnen. Aber Neu-Russland hat den Zenit noch nicht erreicht. Ah, perfekt. Wir haben das endlich geschafft, diese Mission. Haha, wir haben es endlich geschafft. Boah, wie viel die hier hatten, ne? Das ist England hier, ne? Eigentlich das Königreich, ja. Echt nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Hut ab, Entwickler. Das war eine Mission. Habe ich eine Woche für gebraucht jetzt. Also 3 Folgen. Okay, alles klar. Dann Spiel beenden. Neu-Russland-Mission geschafft. Okay. Alles klar, wunderbar. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, Fachablösung ist die nächste Mission. Allerdings, da wir deutlich drüber sind mit der Zeit, würde ich sagen, sehen wir die beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.